The Legend of Zelda. Eine Spielereihe, die bekannt für ihre einzigartigen Items ist. Aber was, wenn wir genau diese Item komplett zufällig über die Map verstreuen? Genau das passiert im heutigen Zelda Tears of the Kingdom Randomizer. Jede Kiste, die ich öffne, ein zufälliges Item. Gegner, die neben mir spawnen, auch zufällig. Und Orte, an die ich teleportiere, selbst das ist komplett zufällig. Viel Spaß mit einem komplett verrückten Tears of the Kingdom Randomizer. Danke dir fürs Feenwasser, es ist... Wir werden einmal loslaufen, uns zum Ausgang bewegen, denn dort wartet die erste Chest auf uns. Und wir schauen mal, was in der ersten Chest drin ist. Es sind 10 Holzpfeile, meine lieben Leute. Wir holen uns mal das Pura-Pad. Heißt es Pura-Pad? Die Nintendo Switch halt. Warte, was? Wieso haben wir die Ultra-Hand bekommen? Piu, 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 piu. Oh, wir haben Rupees bekommen. Die droppen auch random Loot. Wir haben ein Soldatenschwert mit 12 Angriffsschaden. Das ist not bad. Chat, schaffen wir den Sprung? Wir probieren's. Oh, geil. Andere Richtung. Bisschen weiter entfernt. Hui. Yo. Das ist mega funny. Das ist richtig cool. Oh mein Gott. Link, 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 Link. Nein, nein, kein Sturzflug. Nein, ich wollte rüberspringen. Wollte rüberspringen. Ich wollte nicht schwimmen. Okay, noch einmal rüberspringen. Hui. Ah, perfekt. Okay, so, wir gehen in den allerersten Schrein hinein. Wir haben einen Deckensprung bekommen. Sehr gelobt dafür, es bis hierhin geschafft zu haben. Du, das war ein bisschen Gravitationsschnickschnack und 2, 3 Shieldjumps und dann war es zu Ende. In den ersten Schreinen bekommt man immer, immer ein Segen des Lichts. In zukünftigen Schreinen nicht mehr so. Warum läuft eigentlich noch ein zweiter Stream mit einem anderen Format? Kai Hase, weil ich sowohl auf YouTube Shorts streame, als auch... Oh, Zeitumkehr, okay. Ich nehme... Ich gehe dann wieder mal, gell? Okay, wir sind in einem neuen Schrein drin. Das ist der Deckensprungschrein. Deckensprung haben wir schon. Das ist gut. So, und wir haben Synthese. Wir dürfen die Chests hier drinnen nicht vergessen. Die habe ich in den vorigen Schreinen, glaube ich, vergessen. Komm, komm, komm. Hm. Okay, damit sind wir auch durch. Jabadabadu. Wir müssen ja zu diesem einen Schrein noch zurück. Zu einem Schrein müssen wir noch hin. Das Ding ist, wir können uns nicht teleportieren. Oh mein Gott, er hat einfach ein Ritterschwert in der Hand. Ich dachte, ich kann ihn noch knocken. Da kommt nur noch der letzte Schrein, der im Raum des Erwachens ist. Und dann haben wir es. Nummer 1. So. Die Chest kommt runter. Potenziell das Masterschwert drin sein kann. Oh nein. Wir haben das Fotomodul, das ist auch sehr schön. Pau, 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 pau. Oh mein Gott, was passiert? Oh mein Gott, was passiert jetzt? Es. Nein, 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 nein. Halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Du bist nicht. Nein, nein, nein. Nein, Donner Griok, böse. Wir versuchen die NPCs damit zu grillen. Oh ja, Donner Griok, komm her. Hier, put, 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 put. Hier. Oh ja, oh. Oh ja, you know what's coming. Let's go. Danke dir fürs Feenwasser, es ist... So bekomme ich jetzt das Feenwasser. Aber ich... Und jetzt ist er weg. Und jetzt ist er einfach weg. Schwächling. Komm, Chest. Oh, Kälteschutz. Wow, Wahnsinn. Wenn da jetzt ein Bogen drin ist, dann... Eine Zitterfrucht. Ich hätte nicht hierher kommen müssen. Wir haben die volle Jägerrüstung. Hey, wir haben Leggings Link. Mal schauen, was in der Chest drin ist. Es ist... Eine Bauautomatik. Huh. No way!
Chat, ihr wisst nicht, wie huge das ist. Wollte gerade sagen, ich könnte wieder mal... Oh mein Gott, er hat uns... Oh! What? Hey, sorry. Oh mein Gott, er hat uns gebodyslammt. Ich futter einfach mal die Chili weg. Ey, Bro, ernsthaft nicht. Nee, ernsthaft nicht. In den Abgrund mit dir. Komm, spring hier rüber. Komm. Ja. Oh nein, er... Ey, Chat, wir machen das. Wartet kurz. Wartet. Seht und lernet. Oh mein. Das habe ich nicht gemeint. Lass uns wegfuttern. Das habe ich nicht gemeint. Wegfuttern war nicht der Plan. Okay. Wait. Das Ding ist, nein. Wir haben uns jetzt gesoftlockt, oder? Ich kann mich nicht nach oben teleportieren. So, gut. Zelda Vergangenheit. Wir kennen alle die Story. Pow. Wunderbar. Ey, wenn ich jetzt nicht die Map bekomme, dann ist das scuffed. Oh mein Gott, ich habe das purer Pet. Danke sehr, weil sonst hätten wir uns jetzt gesoftlockt und wir hätten nicht mehr zurück können. Okay, und das war's. Nice. Sehr gut. Sehr, sehr geil. Was ist für dich der beste Breath of the Wild Gegner? Na, gute Frage. Ich fand den Donnerfluch nicht so krass, wie alle gesagt haben. Okay, das heißt, wir teleportieren uns einmal hier hin. Damit wir zurückkommen. Nach einer Stunde oder eineinhalb Stunden haben wir die Tutorial-Insel endlich abgeschlossen. Ja. Oh mein Gott. Never mind, wir haben sie noch nicht abgeschlossen aufgrund meiner Unfähigkeit. Einmal Zeitumdrehung, bitte. So. Nice. Wir holen uns ein Segenslicht, machen die Tür auf. Pow. Schauen wieder eine Cutscene, die wir ziemlich sicher überspringen werden. Da habe ich auch, als ich beim allerersten Mal, bei meinem allerersten Playthrough, habe ich hier richtig gestruggelt. Come on, Leute. Du gegen mich. Seine Pfeile waren ein bisschen stärker. Nein, er ist nicht mehr da. Ich dachte legit, das wird ein Battle, wo er mich uncharged und von der Brücke fällt. Aber er hat einfach seinen Bogen genutzt. Oh, da ist wieder der Bro. Ich zeige euch jetzt, wie man den bekämpft. Er macht einen Body Slam ins Wasser. Und dann weiß er nicht mehr, wo er hin soll. Wo? Du hast mich nicht gehittet. Du bist so blöd. Ey, der verfolgt mich immer noch. Ey, jetzt ist mal genug hier. Im Schneckenhaus. Da ist der nächste. Alter. Link hätte einfach in Breath of the Wild durchschlafen sollen. Wäre das in Hyrule vorgekommen. Der kommt da angerast mit 357 km/h. Wie ein Ferrari höchstpersönlich. Die drehen hoch, also alle Zylinder drehen hoch. 493 PS und es geht wuh. Und dann holzt er mich einfach um. Wir gehen zu den Orni und machen dort den ersten Tempel. Milchschnitte und Chips. Gesunde Ernährung. Hatte heute schon Gemüsebowl. Das reicht. Oh. Das ist einfach nur so. Das ist einfach nur so ein Schrein. Das ist nice, den mache ich gerne. Ernsthaft? Wollen wir wieder das tolle Spiel spielen? Wohin bringt uns dieser Schrein? Ich weiß es nämlich nicht. Dieser Schrein, der da oben ist, kann uns wieder zu einem random Schrein überall auf der ganzen Welt bringen. Ernsthaft? Das ist so einer? Darauf habe ich jetzt echt keine Lust. Egal, wir machen es. Delitus Maximus.
Oh nein, 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 oh nein. Oh nein, ich muss was essen. Ausdauerbarsch, sehr gut. Oh mein Gott. Oh, er hat seinen Mate angezündet. Angriffskraft, das Snack nehme ich gleich zu mir. Oh je. Ich wollte gerade springen. Ich wollte gerade einen Backflip machen. Es ist so scharf. Ich brauche jemanden, der mir irgendwas mit Angriffskraft wieder gibt. Ich habe gehört, Maschinen vertragen kein Wasser. Bonk, bonk, bonk. Oh, 10 Holzpfeile, das ist wichtig. Das ist sehr gut. Er hat eine Chest gedroppt? What? Ich darf nicht so laut sein, weil Luna daneben kommentiert. Ja, wo wird das Masterschwert? Das Ding ist, Chat, ich darf diesen Run jetzt nicht verkacken, weil dann ist das Masterschwert weg. Das ist mein größtes Problem. Nein! Wir behalten die Teile nicht, die hier drinnen sind. Hey, Chat. Es ist weg. Egal, der Wasserfruchtknüppel tut's auch. Ripmaster Schwert. In der Chest ist es drin. Kein Stress. In der Chest ist es. Seht ihr? Ey, ein Fischspieß und Brandschutzmedizin sind auch cool.